Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT Live Trading TV hier am Montag, dem 9.2.2015. Und ja, wir nehmen die Märkte erneut unter die Lupe und hierbei speziell einen der großen Standardindizes aus den USA. Wir wollen uns nicht mit dem Dow Jones oder dem Nasdaq befassen, sondern vielmehr mit dem breit ausgerichteten S&P 500 Index, der natürlich hier eben eine Vielzahl an Unternehmen darstellt und auch ein sehr, sehr gutes Spiegelbild der amerikanischen Wirtschaft, Schrägstrich der US-Indizes ist. Fangen wir ganz kurz mit dem Wochenchart hier unten an. Da sehen wir, dass der Index sehr schön hier in dieser langfristigen Aufwärtstrendlinie in der Vorwoche nach oben trete. Langfristig wieso? Wenn wir uns hier diesen Wochenchart ein Stück weit rauszoomen, dann sehen wir, dass diese Aufwärtstrendlinie hier im logarithmischen Chart direkt seit 2009 Bestand hat. Hier einmal im Jahr 2011 getestet wurde, hier nochmal zuletzt im Oktober Ausverkauf des letzten Jahres. Und dann sehen wir jetzt hier sehr schön die aktuelle Bestätigung der Trendlinie in der Vorwoche. Und hier kann man jetzt durchaus davon ausgehen, dass wir, wenn wir hier diesen Punkt hinzufügen, jetzt hier in der optionalen Situation sind, dass der Markt hier möglicherweise nochmals in Richtung dieser blauen Tendenzlinie streben will. Wir sehen hier sehr schön diese mögliche Bewegung in Richtung dieses oberen Trendlinienbereichs, dieser deckelnden Trendlinie, dieses sich öffnenden Dreiecks. Das verspricht Potenzial. Wenn wir hier nicht die Vorwochentiefs unterschreiten, dann hat der S&P 500 hier kurzfristig in jedem Fall Potenzial, neues Allzeithoch in Richtung 2135 plus zu vollziehen. Sieht definitiv interessant aus. Und damit auch gleich zum Tageschart. Hier sehen wir, dass die aktuelle Konsolidierung auf sehr, sehr hohem Niveau stattfindet. Wir haben hier im Bereich 1980 knapp, ein bisschen enger hier, einen sehr, sehr signifikanten Unterstützungsbereich im Index etabliert, der hier nachhaltig vor Verlusten schützen sollte. Geht es hier per Wochen-Tagesschlussbereich vielmehr schon runter, unter 1980 Punkten, dann muss der Index ganz klar als gefährdet angesehen werden. Dann kann es hier auch sehr, sehr schnell zu den Oktober-Tiefs kommen. Aktuell aber, wie gesagt, Konsolidierung auf hohem Niveau und der Index schiebt sich mehr oder weniger seitwärts empor. Es ist durchaus möglich, dass sich das Ganze noch ein Stück weit hinzieht, denn wir sehen hier eine leichte Aufwärtsstruktur, die wir jetzt auch hier versuchen einzufangen. Ja, und wenn wir jetzt hier von diesem kleinen Ausreißer im Dezember absehen, der hier natürlich den Dezemberhandel mit ja, dünner Liquidität darstellt, dann sehen wir hier, dass wir jetzt aktuell in der Vorwoche am Freitag an dieser oberen gespiegelten Trendlinie abgeprallt sind. Zudem haben wir einen schönen Unterstützungsbereich, aber hier oben eben auch einen Widerstandsbereich. Und der Wochenchart lädt an für sich dafür ein, dass es jetzt weiter nach oben gehen kann, aber Grundbedingungen dafür: Wir müssen das Niveau von 2065/ das Hoch vom Freitag hier bei 2072 Punkten, 60 vielmehr sogar überwinden. Erst oberhalb dessen wird es wirklich bullisch. Kurzfristig kann man daher durchaus davon ausgehen, dass, wenn sich der Index jetzt nicht, da hole ich auch gerne mal die Saisonalität rein, wenn sich der Index jetzt nicht hier nach oben absetzen kann, dass es hier bis Mitte Februar eben doch wieder zu einer Konsolidierung in Richtung 2020, 2000 Punkten glatt kommt, die dann praktisch hier dazu führt, dass der Index marginal gesprochen hier nochmals diese Range sozusagen austestet, um dann letztlich doch den Angriff nach oben zu vollziehen. Das wäre eine Möglichkeit im Sinne der Saisonalität, dass der Index sozusagen kurzzeitig pausiert. Andernfalls oberhalb von 2000, ja, rund 70 Punkten geht die Party hier direkt weiter. Und das wäre eben dann auch die Bestätigung hier auf Wochenbasis, dass wir hier neue Hochs Richtung 2135 Punkten sehen. Der Wochenchart, wie gesagt, deutet einen bullischen Anstieg an, Tageschart eher weniger. Wir müssen hier über 2065, 2070 Punkten raus. Erst dann wird es wirklich bullisch. Ansonsten kann sich hier auch durchaus nochmal ein kleiner Rücklauf hier an diese langfristige Aufwärtstrendlinie an dem Bereich um 2000 Punkten ergeben. Das muss man definitiv so sehen. Das ein bisschen das diffuse Bild von Tages- auf Wochenbasis. Jetzt gehen wir hier noch direkt nochmal eine Etage tiefer in den Stundenchart von S&P. Und da sehen wir natürlich hier nach ja, Markttechnik-Gesichtspunkten eine sehr, sehr schöne Bewegung, die sich hier eben durch einen schönen Erholungsimpuls, Korrekturbewegung darstellt. Und jetzt sollte natürlich der Index es eben schaffen, hier nach oben rauszulaufen. Und da können wir auch hier im Stundenchart sehr schön diese Widerstandsbereiche deklarieren, der sich hier definitiv in den Weg stellt für eine nachhaltige Ausbruchsbewegung nach oben. Und da müssen wir aber definitiv drüber. Ein spekulativ ausgerichteter, Anführungszeichen,
mutiger Anleger, der praktisch hier in diese Korrekturbewegung einsteigen will, um den Ausbruch zu handeln, der kann hier oberhalb von 2045, 2044 Punkten ein Long-Engagement suchen, um praktisch hier im Sinne der strukturellen Abläufe vom Bewegungstief hier, hier bis zur Korrekturzone hier, Bewegungstief hier, Korrekturzone hier, eben jetzt auf dieses Szenario zu spekulieren. Der hat hier gute Karten, eben, dass er hier nach oben einen weiteren Anstieg feiert. Er müsste allerdings, wenn er das denn sucht, hier definitiv in diesem Bereich 2025, spätestens 2026, 2025 die ganze Geschichte absichern, aggressiver bereits hier oben knapp unter 2044 Punkten absichern, um praktisch hier sich keinem unnötigen Risiko auszusetzen. Denn geht es hier auf Stundenbasis unter 2025 zurück, dann ist ein Test des Niveaus hier um 2000 Punkten sehr, sehr wahrscheinlich. Sie sehen, es gibt viele Optionen, den Markt zu analysieren. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, diesen auch zu handeln. Letztlich eine sehr, sehr interessante Situation. Der heutige Wochenauftakt etwas lethargisch. Man muss sehen, ob hier noch Dynamik aufkommt in den nächsten 2 Handelsstunden. Grundsätzlich aber die Chartstruktur sehr, sehr interessant. Aber Sie sehen, Optionen gibt es einige. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, hier dann auszuloten, wo der Index letztlich hinmarschiert. Wir werden das auch morgen nochmal im JFD-Livestream begutachten. A, wie hat der Index heute geschlossen? Und B, was ist hier im Stundenchart mit dieser Situation? Was ist hier im Tageschart mit dieser Situation? Und das wollen wir doch eben fortwährend beleuchten. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, und würde mich freuen, wenn Sie morgen dabei sind. Bei den nächsten Live-Trading-TV-Sendungen wollen wir auch mal sehen, was der Markt uns zu bieten hat. In dem Sinne noch einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften.